Das ist eben jetzt Premiere. Kann man nirgendwo weinen. Ihr kommt mit. Hallo, willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind in New York. Und wir haben heute den zweiten Tag, wir haben es Montag und wir sind Samstag ganz spät angekommen. Gestern habe ich erstmal das Ganze auf mich wirken lassen und heute fangen wir an zu vloggen. Meine Eltern sind gerade unten und trinken noch einen Kaffee und ich habe mich jetzt gerade fertig gemacht und wir gehen jetzt los. Wir gehen nach Downtown heute und ich nehme euch einfach ein bisschen mit und zeige euch die Stadt, als ob ich die Stadt kennen würde. Ich kenne sie auch nicht. Ich nehme euch einfach mit, das ist bestimmt cool. Ich bin noch ein bisschen jetlagged, deswegen bin ich noch nicht ganz ich selbst, aber das kommt, glaube ich, mit den Tagen. Habt ihr schon unsere View gesehen? The View is amazing. Okay, wir gehen jetzt los und viel Spaß beim Angucken. So, ich hoffe, man versteht mich. Wir waren erst an der Wall Street, dann sind wir mit so einer Fähre einmal so nach Staten Island oder so rüber, um einmal an der Freiheitsstatue vorbeizufahren. Jetzt waren wir gerade am 9/11 Memorial und gehen jetzt nach Chinatown und suchen uns was zu essen. Ja, das ist der Plan. Hi, hi, ich bin zurück im Hotel. Meine Eltern sind auch mit meinem Bruder im Lego Store, aber ich hatte keine Lust mehr und ich habe irgendwie den Mega-Jetlag und irgendwie überfluten mich die ganzen Eindrücke. Also ich bin total überfordert, aber es war echt ganz cool. Wir haben heute mega viel gesehen. Fast ein bisschen zu viel, weil irgendwie ist es halt so, man klappert irgendwie nur so die Touri-Spots ab und ich würde eigentlich gerne auch was anderes machen. Also so ein bisschen mehr so, vielleicht nicht auch in meinen Empfehlungen, aber ich traue mich dann irgendwie auch nicht, mich durchzusetzen oder ich will auch niemanden zwingen, meine Spots auszuprobieren, aber ich habe schon gesagt, ich gehe vielleicht mal irgendwie die Tage auch alleine los. Wir waren heute Mittag in Chinatown in so einem Restaurant, was halt echt speziell war, weil wir sowas eigentlich sonst nicht so ausprobieren, aber es war echt ganz lecker. Und dann waren wir in Times Square. Times Square ist so not worth it to see. Ich finde es so, keine Ahnung, ich finde es gar nicht cool. Also einfach nicht so cool, wie man sich's vorstellt. Und dann waren wir bei Blue Bottle Coffee Store oder so. Das ist richtig geil, aber es ist richtig arschteuer. Wir haben drei Kaffee. Ein Cold Brew, ein Latte Macchiato, ein so ein Apple Cardamom Gebäck und einen schwarzen Kaffee. Und dafür haben wir, glaube ich, $30 gezahlt. Es ist wirklich sauteuer. Ja, was wollte ich sagen? Ach so, ja, ich habe mir jetzt noch bei Whole Foods was zu essen geholt, so ein Sushi-Ding und so Seaweed, Algenblätter mit Teriyaki-Geschmack und ein Cookie. Die haben so geile Cookies, die haben so, boah, ich muss es, soll ich euch zeigen? So Toffee-Chocolate-Cookie, es ist richtig geil und das snack ich jetzt weg und dann gehe ich, glaube ich, auch schlafen. Ich dachte, es hittet mich nicht, weil ich dachte, ich hätte ihn ausgespielt, aber ich habe ihn nicht ausgespielt. Das ist eine Lüge. Man kann den Jetlag nicht ausspielen. Er wird stattfinden, so oder so. Ich fühle jetzt noch und dann geht's Haya Baya machen, damit ich morgen wieder fit bin. Und wir sehen uns morgen. Morgen ist ein neuer Tag und morgen ist cool. Ihr reist einfach mit mir. Ihr seid, fühlt euch wie, als ob ihr dabei wärt. Okay, gute Nacht. Guten Morgen. Next day. Es ist gleich 8. Ich bin mal wieder früher wach als alle anderen, deswegen habe ich Frühstück geholt. Wir haben Frühstück gebucht, aber man kriegt wirklich einen kleinen Obstsalat und mehr nicht. Deswegen holen wir uns Frühstück jeden Morgen. Und ja, wir starten jetzt in den neuen Tag. Ich bin jetzt fertig gemacht, meine Eltern sind schon unten. Ich bin mal wieder zu spät. Ich bin heute ein bisschen wärmer angezogen, also nicht wärmer, aber ein bisschen ohne Jacke, weil es ist mega warm. Aber ich habe drei Schichten an, weil ich habe Angst, dass ich friere, weil in den Bahnen ist es voll kalt, in den Bahnhöfen ist es mega warm und draußen ist es entweder knalle heiß oder knalle kalt. Okay, wir gehen jetzt los. Bye, bye. Wir sind hier jetzt auf so einem Dach. Das ist Emil. Hallo. Das ist Emils Premiere und ja, er hat voll Angst.
zurück und fahre gerade hoch. Und wir waren auf so einer Aussichtsplattform mit 200 anderen Touristen und dann sind wir in das Büro von der Firma von meiner Mama gegangen, also das New Yorker Büro, und haben kostenlos die gleiche Aussicht genossen. Da habe ich aber nicht gefilmt, weil das wäre ein bisschen unangenehm gewesen. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist halt ein Unterschied zwischen Content-Urlaub und Sightseeing-Urlaub, deswegen, keine Ahnung. Ist halt, also ich, sagen wir mal so, ich mache relativ wenig Content, weil wir viel einfach auch angucken und rumlaufen und bummeln. Ich war vorhin mal ein bisschen kaufen, ich habe mir einen Lippenbalsam gekauft, weil eigentlich wollte ich mir in Amerika ein neues Handy kaufen, weil ich ein neues Handy brauche, aber das lasse ich jetzt lieber, weil ich muss ein bisschen sparen. Und ja, deswegen habe ich mir einen Lippenbalsam gekauft bei And Other Stories und das war's. Aber der heißt Hymlegården und Hymlegården ist der Park, an dem meine Schule in Stockholm war. Deswegen fand ich es irgendwie cool und den habe ich in New York gekauft. Also irgendwie finde ich es cool. Meine Eltern sind auch oben in so einer Bar, aber I'm not allowed to drink, so I'm not going. Das war heute. Heute war viel rumlaufen, aber es war cool. Wir laufen jeden Tag hier rum. Und ich liebe Whole Foods. Ich habe Whole Foods eine Nachricht geschrieben und meinte, please come to Germany, because... Also wenn ihr in Amerika seid, dann müsst ihr unbedingt zu Whole Foods gehen. Das ist wirklich... Ihr habt noch nie so einen coolen Supermarkt gesehen. Ihr habt es einfach noch nicht gesehen. Okay, wir sehen uns morgen, wenn ein neuer Tag beginnt. Bye, bye. Es ist Mittwoch. Es ist auch schon 11:30 gleich. Ich hatte ein bisschen einen toughen Morgen. Ich habe das Gefühl, mich überfluten ein bisschen die Reize, die diese Stadt mit sich bringt. Ich konnte heute Morgen kein einziges Geräusch ertragen. Jeder, der mich angesprochen hat oder wer nur irgendwie die Tüten zusammengeknüllt hat, ich bin schier ausgerastet. Also nicht wütend ausgerastet, aber so verzweifelt gewesen, weil irgendwie hat es mich mega gestört alles. Ich glaube, ich bin doch eher der Landmensch und nicht der Großstadttyp. Auch wenn ich New York cool finde, glaube ich, I'm a Sweden girl. Man ist so umringt von der Großstadt und egal wo man ist, auch im Central Park, sind halt mega viele Leute und irgendwie, weiß nicht, es ist glaube ich einfach nicht so ganz 100% mein Ding. Ich glaube, man muss es mal gesehen haben und es ist auch mega cool, irgendwie um so busy life zu leben, aber wenn man irgendwie runterkommen will, dann, okay, keiner fährt nach New York, um runterzukommen. Was habe ich eigentlich auch erwartet? Aber ja, das ist so gerade die Situation. Ich gehe jetzt los und treffe mich mit meinen Eltern im Central Park und dann gucken wir mal, was der Tag bringt. Wir machen, glaube ich, heute wieder ein bisschen einen entspannten. Okay, wir gehen jetzt los. Es ist heute noch warm, morgen wird schlechtes Wetter, aber wir gehen jetzt los und ihr kommt mit. So, ich bin jetzt wieder zurück. Wir waren erst im Central Park und haben uns wieder bei Whole Foods was zum Mittagessen geholt. Und dann haben wir uns so ein bisschen aufgeteilt und ich bin ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Ich habe nichts gefunden außer ein Cupcake. Den zeige ich euch aber gleich. Der ist so toll, der Cupcake. Und ja, meine Laune ist heute so mittelmäßig. Ich könnte die ganze Zeit weinen, aber in so einer Stadt, wo überall Leute sind, kann man nirgendwo weinen. Deswegen... ich habe kurz geweint. Keine Ahnung, heute ist irgendwie kein guter Tag. Mich überfordert heute alles irgendwie ein bisschen. Okay, wir probieren jetzt den Carrie Bradshaw Cupcake aus Sex and the City von dieser Magnolia Bakery. Er ist sehr berühmt. Auch berühmt davon ist der Banana Pudding. Nur ich dachte, ich als Sex and the City Liebhaber muss den Cupcake probieren. Er entspricht halt auch absolut meinem Vibe, deswegen... Oh, geil. Okay, wir beißen einfach rein. Eigentlich finde ich es sogar schade, einfach so reinzubeißen, aber wir beißen einfach rein. Er ist sehr süß. Aber ich liebe alles, was süß ist, deswegen er ist sehr gut. Also, wenn ihr in New York seid, dann probiert auf jeden Fall den Cupcake. Mmm, yummy. Das waren die ersten Tage in New York. Sehr viele Eindrücke. Es überfordert mich leicht, aber ich finde, man muss so eine Stadt mal gesehen haben und man muss so eine Stadt auch mal
gefühlt haben. Deswegen bin ich sehr happy, hier zu sein. Auch wenn ich jetzt weiß, dass ich noch mehr ein Landmensch bin, als ich schon vorher wusste. Aber das ist ja auch die Erfahrung wert, das zu wissen. Wir beenden das Video an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen aus meiner Sicht aus New York. Deswegen, ich habe bestimmt nicht alles gesehen. Ich bin kein Local, aber wir haben die Touri-Hotspots schon mal abgeklappert. Abonniert mich gerne, wenn ihr mehr sehen wollt. Ich weiß, ich sage es jedes Mal, aber es hilft mir und ich freue mich drüber, wenn wir auf YouTube auch wachsen, weil YouTube macht mir echt Spaß. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Video findet und ob ihr schon mal in New York wart. Und schreibt mir bitte in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Tipps für Washington habt. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Ich esse jetzt mein Cupcake noch zu Ende und ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sonntag oder habt einen schönen Sonntag und habt eine gute nächste Woche. Nehmt euch Zeit für euch. Es ist wichtiger, als man denkt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bye, bye.